erstmal muss man natürlich sagen, aus BMW-Sicht nach 20 Jahren Rückkehr in die DTM mit 4 Autos in den Top 10 zu stehen, war schon mal für uns ein riesen Anfang vom Rennen. Vom Start weg, der Dirk ist nicht so gut weggekommen leider, aber wir wussten, es wird eng in Kurve 1 und die anderen Kurven auch. Und mussten einfach auch schauen, dass wir mit unseren Autos durchkommen, da durchfahren. Hat im einen oder anderen Fall gut geklappt, im einen oder anderen Fall auch vielleicht nicht so ganz gut geklappt. Aber wir waren, glaube ich, ganz gut unterwegs. Und so, ich weiß nicht, zweite Runde oder so, war dann der Bruno ziemlich gut unterwegs. War auch auf der Geraden hinten ganz gut an einem Mercedes vorbeigekommen. Und ja, der hat dann gedacht, in der zweiten Runde gewinnt das Rennen. Und hat ein bisschen auf der allerletzten Rille gebremst und sich da verschätzt und natürlich leider sowohl den Dirk als auch den Bruno damit rausgekegelt, was für uns ziemlich ärgerlich war. Der Dirk konnte weiterfahren, aber das Auto ist einfach nicht mehr richtig gegangen. Dem Bruno sein Auto hat man offensichtlich gesehen mit der Motorhaube und dem Schaden, der da war, da ging einfach leider nichts mehr. Leider hat es den Martin dann auch noch erwischt, der ist auch in der Rangelei verwickelt gewesen, wo er ein bisschen zu viele Schläge mitgekriegt hat. Das ist die DTM, da geht es eng zu. Und schade, aber wir haben mit dem Andy gesehen, Auto hat auch im Rennen einen guten Speed. Der ist zum Schluss noch mal gut rangekommen, ein, zwei Ründchen. Hätten wir da vielleicht auch noch eine Position gut machen können. Also insofern durchweg positives Wochenende, positives Fazit fürs Wochenende. Ich denke mal, wir haben auch gesehen, es gibt kleine Themen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Boxenstopps, Kommunikation, operative Sachen. Da müssen wir uns verbessern, aber das wussten wir, da sind wir davon ausgegangen. Und insofern denke ich, können wir unter alles einen super positiven Strich setzen und sagen, wir haben das Comeback des M3 in der DTM wirklich zu einem Erfolg gemacht. Auf der Basis können wir super aufbauen und wir können hochmotiviert in die Lausitz fahren.